Ich bin heute hier in Nürnberg und ich würde gerne die wunderschöne Weitsicht hier im Hintergrund dazu nutzen, um meine neue Website vorzustellen. gemeinsam21.de/EU. Weitsicht ist das richtige Thema, denn das ganze Projekt ist sehr weitsichtig. Im Moment erfüllt die Aufgabe vor allen Dingen 5 Aufgaben und dafür, dass ich ein Budget habe von 0 Euro, finde ich, sieht sie schon ganz gut aus. Aber langfristig hat sie noch viel mehr Ziele. So, was sind diese 5 Aufgaben? Die erste Aufgabe ist natürlich zuerst mal zu zeigen, wer bin ich, was sind meine Referenzen und was habe ich in der Zeit gemacht, bevor man mich eben hier in Bayern, in Bayreuth kennenlernen konnte. Dann habe ich auch schon eine ganze Menge gemacht, sowohl beruflich als auch sozial, als auch politisch. Und da eben Zeugnis drüber abzulegen, dass man so ein bisschen bessere Vorstellungen davon bekommt, wer ich bin, wenn ich gerade keinen Frosch im Hals habe. Die zweite Aufgabe ist zu zeigen, okay, was habe ich in den letzten Monaten gemacht, was sind so meine Gedanken zu den wichtigsten grünen Themen. Die dritte Aufgabe ist, wo werde ich überall sein in den nächsten 4 Monaten, wo werde ich überall durch die Gegend touren, wo kann man mich live erleben und mich ansprechen und packen und sagen, hey, das fand ich super oder hey, das fand ich nicht so gut, warum denkst du das? Darauf freue ich mich schon. Die vierte Aufgabe, und das ist eigentlich auch die wesentliche Aufgabe und die würde ich auch gerne weiter ausbauen, wenn ich die entsprechenden Mittel habe, ist die Interaktion mit den Leuten da draußen, mit euch. Das ist die Hauptaufgabe dieser Seite. Dieser Teil heißt Dein Part. Die Idee ist, dass mir Leute Ideen zu schicken, dass ich die selektiere, mit den Leuten weiterarbeite, durchdenke und dann die besten Ideen, die besten der besten Ideen wirklich auf dieser Internetseite präsentiere, wieder zum Diskurs freigebe und wenn ich dann im Bundestag bin, die auch bis ans Rednerpult im deutschen Plenarsaal trage. Das wäre die Vision. Dazu muss natürlich noch eine größere Interaktion her, aber das ist das Ziel. Und ich bin mir sicher, dass da draußen viele gute Ideen sind, die den deutschen Staat sehr weit nach vorne bringen würden, die uns helfen würden, den Klimawandel zu bekämpfen, die uns helfen würden, unsere Gesetze besser zu machen, die uns helfen würden, die Staatsverschuldung zurückzutreiben. Wir müssen es nur schaffen, diese Ideen in die Politik zu tragen, weil da gehören sie hin, da fließen sie in neue Gesetze und Initiativen ein. So, das ist der lange Horizont dieser Internetseite. So, und wie das immer so schön ist mit der Technik, bleibt es immer gerade genau dann stehen, wenn man so schön in Schwung ist. Das ist der lange Horizont dieser Internetseite. Sie hat aber noch eine 5. Funktion und das ist eben für mehr Transparenz sorgen. Und zwar will ich auf der Internetseite meine Klimabilanz öffentlich für jeden zugänglich machen und ich werde auch meine Kontodaten für jeden öffentlich zugänglich machen, weil ich da nichts zu verbergen habe, außer dem politischen Willen, was zu ändern mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und natürlich ist das ein großer Einschnitt. Und natürlich werden mir Leute Dinge vorwerfen, die an den Haaren herbeigezogen sind. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man als Politiker, dass das kein Beruf wie jeder andere ist, dass man da mehr Verantwortung trägt, dass man Vorbild ist und dass man auch zu einem gewissen Grad Rechenschaft schuldig ist und dass das gut ist, weil es einen besser macht, weil es einen konsistenter zu den eigenen Werten und zu den eigenen Vorstellungen macht. Natürlich werde ich das nicht immer schaffen, natürlich werde ich nicht immer konsistent zu meinen Werten leben, aber ich will es die nächsten 4,5 Jahre versuchen, so gut es geht. Und da kann ich mich nur da durchschlagen, wenn ich wirklich gute Argumente für bestimmte Dinge habe. Und wenn ich die nicht habe, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich will diese Transparenz und ich will diese Interaktion, weil ich mich auf eure Ideen freue, weil ich mich auf die Ideen und auf den Geistesreichtum der Menschen hier draußen freue und weil ich diese Transparenz nicht scheue, weil ich glaube, dass sie mich stärker macht und nicht schwächer. Ich sage nicht, dass jeder alles transparent machen soll, aber Politiker ist eine der verantwortungsvollsten Aufgaben, die es geben kann. Und ich will diese Verantwortung, so gut es geht, wahrnehmen. Und mit eurer Hilfe glaube ich auch, dass ich das kann, dass ich das auch schaffe. Dass wir es schaffen, eure Ideen in den Deutschen Bundestag zu tragen. Und am 8. Dezember ist die Wahl der Grünen. Ich bin da mehr und mehr zuversichtlich, dass das klappt. Und ich bin auch mehr und mehr zuversichtlich, dass die nächsten 4,5 Jahre gemeinsam mit dieser Interaktion und Transparenz ein neuer politischer Frühling in Deutschland werden. Nicht nur durch mich, aber vielleicht fühlt sich der ein oder andere inspiriert
von dem, was wir gemeinsam auf die Beine stellen. Diese Website ist ein erster ganz kleiner Schritt in diese Richtung. Und ich hoffe, es ist der Schritt, der das Ganze richtig ins Rollen bringt. Mit eurer Hilfe wird er das. Da bin ich mir sicher. Also, ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure Hilfe, auf eure Unterstützung. Ich freue mich auf die nächsten 4 Monate und dann auf die nächsten 4,5 Jahre. Vielen Dank.